Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem frischen Let's Play Schrägstrich Review von Sewer beziehungsweise den Knuckles. Hier werde ich einfach mal beides kombinieren und da ist der erste Death. Ja, zum einen einfach mal so die Knuckles so ein bisschen testen und so und dann auch mal die Map zeigen. Erstmal zur Map, weil das am einfachsten ist. Sewer ist Englisch, logischerweise bedeutet so viel wie Abflusskanal. Ihr merkt schon, es gibt hier so quasi zwei Kampfzonen. Einmal da oben dieses Kreuzer, wo ich andauernd runterfalle. Und dann hier unten eben dieses Basislevel. Ja, der Sturz ist an sich erstmal ungefährlich, weil ihr grundsätzlich immer im Wasser landet. Aber ja, wenn ihr euch da unten so hinstellt, dass der da von oben runterspringt, genau auf eurem Kopf landet, dann stirbt er einfach direkt. Das ist ziemlich doof gemacht. Also wenn da unten jetzt ein Gegner ist und ich lande da genau drauf, dann war's das. So, kämpfen wir mal so ein bisschen weiter. Ach, jawohl, den habe ich noch gekriegt. Ja, die Knuckles sind eine AP-Capsule-Waffe, gibt's permanent zu gewinnen. Normale Capsule-Preise halt. Preise, ja, ich spreche schon so Englisch. Ich bin ja so ein Amerikaner. Ja, wie dem auch sei, kostet ja ganz normal AP. Ist auch eine echt coole Waffe irgendwie. Ich dachte zuerst, sie wäre total schlecht, weil ich noch so gewohnt war zu slashen. Wenn ihr slasht, dann macht ihr so 25 Schaden. Also was heißt slasht, wenn ihr halt einfach so auf den Gegner einprügelt. Dann sind die Soundeffekte zwar auch verdammt cool. Und so Headshots sind trotzdem so 35, wie ihr jetzt gerade mal gesehen habt. Aber er ist halt nicht so geil, so 25 bis 35. Damit seid ihr leider unendlich schlecht. Braucht ihr, selbst wenn ihr perfekt trefft, was ziemlich schwierig ist, noch einen 2-Hit-Kill. Und das ist einfach zu wenig, aber dafür ist sie halt ein One-Hit-Kill mit Rechtsklick, von daher ist mir das egal. Ich zocke einfach nochmal eine zweite Runde, weil das so kurz war. Ja, mit Rechtsklick in der Regel ein One-Hit-Kill. Ich habe es, glaube ich, irgendwie einmal hingekriegt, den nicht mit einem Schlag zu killen. Ich glaube, der hatte da noch Bulletproof an in der Brust, aber das weiß ich schon gar nicht mehr genau. Jedenfalls, Rechtsklick ist der Schaden auf jeden Fall in Ordnung. Hat eine sehr, 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 sehr kurze Reichweite, also ist. Ja, ist natürlich logisch, weil das Schlagringe sind. Aber ansonsten, ich springe hier einfach mal direkt runter. Ansonsten ist das gar nicht mal schlechtes Teil. Ist halt vor allem ziemlich stylisch. Ich meine, die Leute hier einfach mal zu verprügeln mit Schlagringen hat schon was irgendwie. Wobei ich es einfach nur von der Stärke her schlechter finde als zum Beispiel des Keres oder so. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen wegen Knife oder so, weil ich damit schon ewig nicht mehr gezockt habe. Und weil ich tatsächlich auch unendlich schlecht bin im Knifen, also wollte ich auch nochmal so anmerken. Ja, versucht ihn einfach mal so zu verprügeln, das wird aber auch nichts. Dann, ja, zweimal hier schon getroffen, dreimal ja. Also, ihr habt da schon recht coole Soundeffekte, weil sich das dann halt so anhört, als würdet ihr ja einen Faustschlag machen. Es wäre etwas unrealistisch, dass das so ganz normal ist. Denke ich zumindest mal. Ich weiß nicht, wie sich Schlagringe anhören. Aber ist an sich echt cool gemacht. Die schauen auch ganz gut aus. Vor allem, wenn ihr noch einen Premium-Charakter dabei habt, dann kommt der echt gut zur Geltung. Hier zum Beispiel die Hände vom Moss. Die hängen da dann halt ziemlich stark drin und dann kommt das sehr viel besser zur Geltung als bei anderen Waffen. Finde ich echt cool. Also da lohnt sich das dann nochmal doppelt, weil ihr dadurch dann ja euren allgemeinen Look nochmal aufwertet. Wenn ihr aber jetzt schon irgendwie vier Premium-Melee-Waffen habt, warum auch immer, dann würde ich mir erst vorher nochmal zweimal überlegen, ob ihr das hier wirklich braucht. Es ist halt dann von der Leistung her vielleicht nicht mehr unbedingt gut genug. Aber das müsst ihr selber wissen. Da kann ich euch das nicht abnehmen. Ja, nochmal dann eine kurze Meinung zur Map. Also, Sewer ist ganz witzig, macht auf jeden Fall Spaß zu spielen und ist auch meine liebste Knife-Only-Map. Also ihr könnt hier halt nicht anders zocken, weil sie eben ja darauf spezialisiert wurde und interessanter ist als Arena. Ihr habt hier halt nicht so sehr diese ultra-taktischen One-on-One-Kämpfe, wo ihr irgendwie stundenlang hin und her tippelt, bis einer von den beiden mal einen Fehler macht. Sondern hier habt ihr halt wirklich schnelles Getümmel, habt auch, hier ist auch oft richtig viel los, also gerade wenn es voller ist, ist jetzt gerade nicht der Fall, dann habt ihr da ganz viele Gegner auf einem Haufen. Dann macht das echt Spaß, weil ihr da dann nicht mehr denken müsst. Das finde ich bei Knife-Matches, finde ich diese taktischen Schnickschnack immer doof.
Müsst ihr natürlich selber wissen, einfach mal reinspringen und ausprobieren. Also ich finde, die lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es auch in Crossfire of America die Map. In der gleichen Version selbstverständlich. Lohnt sich auf jeden Fall, die mal zu testen. So, das Match zocke ich nochmal zu Ende, laber ich nochmal so ein bisschen dazu. Ja, da haben wir es mal gesehen, hier 40 in den Halsbereich irgendwie. Mit Slash. Und den habe ich vor lauter Lag gar nicht erst getroffen. Ist auch wunderbar. Hui, rote Lampen. Wuhu. Nein, Moon, ich kann nicht ignorieren. Ich will ihn nicht ignorieren, verzeiht mir. So, den haben wir. Und dann erstmal runter da. Und ja, da müsst ihr übrigens so ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht Schaden nehmt. Ich schreibe hier einfach mal. Da heißen übrigens ganz normal Knuckles, anders als in CFNA, wie wo sie irgendwie Brass Knuckles heißen und nicht Knuckles, sondern Brass Knuckles. Das ist nur so ein kleiner Namensunterschied. Bam. Ich muss sagen, ich komme damit aber relativ gut klar. Also viel falsch machen kann man auch nicht, rechtsklicken und hoffen, dass man trifft. Aber ist ganz nett. Also macht auf jeden Fall Spaß, damit mal so ein bisschen zu zocken. Und den habe ich nach dem Ende erst erwischt. Ich glaube, es hackt. Naja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. 11 zu 12 ist jetzt nicht ganz so ultra pro. Irgendwie, ich hoffe mal, dass ich die Tage mal eine Halloween-Waffe gewinne. Mit 40.000 RP sollte das machbar sein. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren.